Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe einen Gast mitgebracht, der ab sofort häufiger bei uns sein wird, der ab sofort zu Red Race gehört und der auch jetzt... Bin ich noch Gast? Ja, ab jetzt ja nicht mehr. Und der mit uns zusammen ein super, super spannendes neues Projekt macht, denn ab sofort gibt es zwei neue Red Race Podcasts. Und das Video soll euch kurz ein bisschen erklären, wie die Podcasts funktionieren, warum wir das überhaupt machen, wer dieser Typ neben mir überhaupt ist. Und deswegen würde ich sagen, Bocky, stell dich vor und was haben wir vor? Also ich kann ja aus meiner Erfahrung als Podcast-Interviewer sagen, dass die bescheuerste Frage, die man stellen kann, ist, stell dich doch mal selber vor. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja. Spaß. Ich mache schon lange Podcasts, insgesamt seit 6 Jahren und seit 2 Jahren eigentlich nur noch Interview-Podcasts, wo ich jetzt vor allen Dingen Menschen aus der Triathlon-Welt getroffen habe. Und dann dachte ich mir, jetzt nach 2 Jahren ist der Triathlon ganz schön abgegrast. Es ist mal Zeit, den Fuß da aus der Bubble rauszubekommen und so ein bisschen zu gucken, welche anderen interessanten Bubbles gibt es denn noch mit guten Persönlichkeiten. Und das ist vor allen Dingen Radsport, das ist aber auch Laufen und insgesamt die Sportwelt. Und dann ist es so, dass man an die Leute nur mit einem entsprechenden Netzwerk rankommt und einer entsprechenden Bekanntheit. Und die hat Red Race ja ohne Zweifel. Und dann habe ich mein Telefon in die Hand genommen und dir eine äußerst komplizierte Sprachnachricht geschickt, die du auf Anhieb erstmal, glaube ich, gar nicht verstanden hast. Und schlussendlich sind 2 Podcasts raus geworden. Genau, und jetzt machen wir dienstags immer Red Race Radio. Den Podcast machen dann Bocky und ich alleine. Ich denke mit Gästen auch aus dem Red Race Universum. Also da kommen dann irgendwie Leute aus dem Team, die bei uns arbeiten, die mit uns Sport machen. Red Pack und genau, also das ist wirklich einfach Freunde, Bekannte und interessante, kleinere, nicht so berühmte Gäste, sage ich jetzt mal. Und da machen wir dann einfach einen Podcast, wo wir einfach rumlabern. Der Podcast dienstags, erste Folge ist ja schon raus. Könnt ihr euch einfach überall anhören, wo es Podcasts gibt. Red Race Radio, gerne auch den Insta-Channel abonnieren. Dann seht ihr mal, was wir so an Neuigkeiten haben. Und donnerstags ist dann Bocky alleine unterwegs. Wir können ja gleich euch mal schon so ein bisschen kleinen Teaser geben, wen wir schon so alles gefragt haben. Aber erklär mal, wie das Red Race Studio funktioniert. Red Race Studio ist ein Podcast-Abo-Modell. Das mache ich, wie gesagt, auch schon seit 2 Jahren. Und wir haben das jetzt als Rebranding Red Race Studio genannt. Weil, wie gesagt, es geht nicht mehr nur um Triathlon, sondern zukünftig um viel, viel mehr. Da treffe ich berühmte Persönlichkeiten aus der Sportwelt und ich treffe die wirklich. Also das Ding ist, es geht darum, extra Aufwand zu betreiben, damit das wirklich besondere Interviews werden. Und das kriegt man eigentlich nur hin, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt, wenn man die Leute zu Hause besucht oder mit denen vorher mal einen Kaffee getrunken hat und man eben nicht am Bildschirm sitzt und jeder zeichnet da irgendwie so für sich auf, sondern die Gespräche bekommen einfach eine ganz andere Dynamik, wenn man sich gegenseitig in die Augen schauen kann. Und die große Besonderheit ist, dass da halt alles werbefrei ist. Es gibt keine Partnerschaften, da wird auf nichts Einfluss genommen und so weiter und so fort. Es gibt nichts abzustimmen. Die Gästeauswahl liegt komplett bei uns. Wir bestimmen, wer ist dabei, für wen interessieren wir uns, wen möchten wir treffen. Und das bedeutet, dass der Deal ist, es kostet wirklich ein paar Euro im Monat. Also die monatliche Mitgliedschaft sind 8 Euro im Monat. Wenn man das als Jahresmitgliedschaft abschließt, ist es ein paar Euro günstiger. Also wenn ich mir überlege, was man sonst so für, weiß ich nicht, im Monat Kaffee und Co. ausgibt, dann ist es halt echt nicht viel. Und dafür gibt es jeden Donnerstag ein Interview und außerdem haben wir uns überlegt, um noch so ein bisschen Wertschätzung euch gegenüber zu zeigen, gibt es auch noch jeden Monat ein gutes, ordentliches Gewinnspiel, nicht mit irgendwelchen Kirmespreisen, sondern schon mit richtig guten Sachen. Zum Beispiel jetzt mal 2 Canyon Bikes zum Start, genau, die wir unter allen neuen Abonnenten und alten Abonnenten von Bocky verlosen. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Alle Leute im Triathlon-Studio, das war Bockys Podcast, den er jetzt 2 Jahre gemacht hat, die werden jetzt umgebrandet und sind jetzt Subscriber vom Red Race Studio. Wer keinen Bock mehr hat, einfach kündigen. Kann man ja monatlich auch sowieso immer. Kann man jederzeit, genau. Genau, und wir kriegen so oft die Frage, wie können wir Red Race unterstützen? Wir finden cool, was ihr macht. Natürlich Dankeschön, das ist natürlich für uns immer schön zu hören. Und das Einfache ist jetzt wirklich einfach das Abo ziehen fürs Studio. Bocky hat das gerade so ein bisschen in so einem Nebensatz gesagt. Wir wollen Bocky wirklich durch die Welt schicken. Also deutschsprachig soll der Podcast sein und wir wollen interessante Persönlichkeiten aus der Sportwelt und aus allen anderen Welten eigentlich auch treffen. Das kostet Kohle, Reise, Hotels und sowas, was wir irgendwie aufwenden müssen. Am Ende müssen wir auch Bocky zahlen. Das machen wir super gerne und dafür nehmen wir die Kohlen, die ihr in das Abo einpflegt,
und euch ein Abo zieht und das wird dann umgelegt und wir versuchen einfach eine geile Produktion zu machen. Wir setzen uns gleich bei The Shack ins Studio hier in Hamburg und versuchen auch ein cooles Sounddesign für den Podcast zu machen. Die ersten zwei Folgen sind ja jetzt, wenn ihr das Video guckt, schon draußen. Und wenn ihr später guckt, das Video einfach mal schauen. Red Dress Studio und Red Dress Radio bei Spotify oder wo auch immer suchen. Mir fällt noch eine Sache an. Ja, ja. Und zwar, wenn es Fragen zu diesem Abo-Modell gibt, also warum, wieso und wie funktioniert, einfach in die Kommentare schreiben. Das ist echt easy beantwortet, auch dieses Abo abzuschließen. Ich meine, du hast es auch gemacht, nachdem wir ja ein Interview aufgenommen haben. Das dauert echt keine 60 Sekunden. Vollkommen selbsterklärend. Selbst mein Papa hat es geschafft. Und der ist jetzt nicht der Technikprofi. Und das heißt, es schafft wirklich jeder. Und auch den Podcast gibt es dann überall zu hören. Also bei Spotify, Apple Podcasts, also da, wo ihr Podcasts hört, kann man dann auch sich das Red Race Studio freischalten und dann hat einen Zugriff nicht nur auf die neuen Episoden, sondern auch auf alles andere, was schon da ist. Und wenn man dann mal so ein bisschen in der Vergangenheit stöbert, dann kriegt man, glaube ich, auch schnell raus, dass es halt nicht so die Interviews sind, in denen es um Training, Sportwissenschaft, Ernährung und keine Ahnung was geht, sondern halt wirklich um die Menschen hinter diesen Persönlichkeiten, die man halt sonst von Instagram und Co. so kennt. Genau. Dann jetzt vielleicht noch, was ich gerade schon so angespoilert habe. Wir wollen jetzt nicht so richtig verraten, wer alles kommt, weil wir wollen dann eigentlich immer die Katze aus dem Sack lassen, wenn dann wirklich die Aufnahme gemacht ist. Und wir wollen jetzt euch keinen Scheiß erzählen und irgendwie, dass dann irgendwie wir jetzt Gäste ankündigen, die doch nicht kommen. Aber wir haben wirklich viele, viele coole Leute schon, die alle schon zugesagt haben. UCI-Profis aus dem Radsport. Wir haben natürlich sehr, sehr berühmte Triathleten auch noch, die ein bisschen auf der Liste stehen. Wir haben Fußballer, Basketballer und so weiter. Also wir haben die ganze Bandbreite, würde ich sagen. Ne? Unternehmer, Influencer, Läufer hast du vergessen. Eine Bergsteigerin. Also wir versuchen einfach wirklich jede Folge, 52 Folgen im Jahr, richtig, richtig coole Gäste Bocky vor die Brust zu setzen. Unter anderem werden wir, da freue ich mich sehr, der Termin ist ja auch schon fest, werden wir bei Roman Arnold sein. Das ist der Gründer, Founder von Canyon. Der erzählt euch dann alles mal, wie das alles bei Canyon und so angefangen hat. Ihr könnt uns immer auch Gästevorschläge schicken von Leuten, die eine interessante Story zu erzählen haben, an radio@red-race.com. Schreiben wir unten auch in die Videobeschreibung. Es gibt auch auf red-race.com eine Seite zu uns und zum Podcast, wo ihr nochmal alle Werbepartner vom Radio findet und die Angebote dazu, die Gewinnspiele, das Video hier, wie es funktioniert und natürlich dann die Gäste vorgestellt vom Red Race Studio. Ganz genau. Danke fürs Gucken. Alle Fragen unten rein. Wir versuchen zu beantworten. Schreibt uns eine E-Mail oder auf den üblichen Channels. Bocky, wir freuen uns, dass du bei uns am Start bist. Ab 1.10. läuft das Ding hier, der Podcast. Red Race Radio, dienstags for free. Und Red Race Studio für ein Abo könnt ihr euch ziehen im Monat für ein paar Euros. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Video.